Grüß dich. Grüß dich. Ich sitze hier mit zwei Kollegen 2016 Mai am Regensburger Dom und wollen ein bisschen so abklären, wie es denn so steht um die Jugend im Sommer in Regensburg. Unser erster Kandidat ist Bertel. Bertel, was hältst du vom kommenden Sommer? Alles gechillt. So, zu unserem nächsten Kandidat. Wer bist du? Servus, ich bin der Cosmin, 17 Jahre alt, komme aus Rumänien ursprünglich und bin seit 5 Jahren hier und gehe auf die Schule und ich mache einfach mein Leben. Ja, ich bin der Hubert, ich komme aus Regensburg. Ja, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe auf Kerschensteiner Berufsschule. Hi, ich bin die Anna und bin 17 Jahre alt. Ich bin Nicole und bin auch 17 Jahre alt. Ich bin Baschi, ich bin 17 Jahre alt. Ich heiße Mustafa, ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt, ich bin hier seit Oktober in Regensburg und ich studiere deutsch-französische Studien. Und hi, Bulli. Ja, ich bin der Pat, ich bin auch 17 Jahre alt, ich gehe aufs Goethe-Gymnasium in Regensburg. Also ich bin der Flo, bin 16 Jahre alt, gehe auf die Realschule am Judenstein. Aus Italien. Ich bin seit 20 Tagen in Regensburg. Aus Vichy, also eine Stadt in der Mitte von Frankreich. Ich komme aus Syrien. Ich bin da seit 7 Monaten. Dann, ja, was machen wir eigentlich im Sommer immer alles? Ja, wir gehen zum Skaten, dann ein bisschen chillen. Am besten an der Donau oder hier im Skatepark. Ja, am besten noch mit gescheiter Musik. Ja. Wir verbringen gerne unsere Zeit auf die Janinsel und wir mögen auch gerne den Stadtpark. Mein Lieblingsplatz in Regensburg ist Donau. Am Dom oder an der Donau ist immer sehr cool hier. Also. Wir gehen eigentlich jeden Tag skaten und laden uns unsere Räder ordentlich auf. Ja. Denkst du, dass viele Jugendliche das cool finden würden, im Sommer zusammen an der Donau regelmäßig so ein kleines Chillcamp zu machen, so eine Chilloase zu machen? Ja, auf jeden Fall, weil ich kenne auch viele Freunde, die langweilen sich dann die ganze Zeit und so ein Treffen, wo alle Leute kommen können. Sowas gibt es ja nicht und das muss jetzt geben. Ja, so laute Musik und kalte Getränke und so viele Leute. Ich glaube, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht so im Sommer. Voll geil. Das ist mega geil.